einer Webinarreihe. Diese heißt Ideen zur Kompetenzentwicklung. Wir haben uns in diesem Rahmen im September bereits mit dem Leseverstehen beschäftigt. Und heute geht es also um die zweite rezeptive Fertigkeit, um das Hörverstehen. Ich begrüße, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber auch nochmal an dieser Stelle Christine Kühn ganz herzlich, eine Fachberaterin aus Sachsen, die mir heute hier bei der Moderation zur Seite steht. Wenn Sie also etwas schreiben oder wenn Sie diese Symbole wählen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe und ich das nicht bemerke, dann wird sie mich darauf aufmerksam machen. Ja, mit dem Raum habe ich Sie jetzt, denke ich, hinreichend bekannt gemacht, so dass ich direkt über den Ablauf der heutigen Veranstaltung reden möchte. Zunächst wird es zum Hörverstehen eine kurze theoretische Fundierung geben. Dabei verwende ich Literatur, die ich am Ende der Präsentation aufgeführt habe. Allerdings habe ich auch auf jeder Folie vermerkt, auf wen ich mich da theoretisch beziehe. Ja, dann wird es einige praktische Anwendungen geben. Ich werde einige Printmedien vorstellen, von denen ich glaube, dass sie eine sinnvolle Bereicherung sind für die Entwicklung des Hörverstehens, aber auch auf drei Quellen aus dem Internet verweisen und anhand von ausgewählten Beispielen einfach aufzeigen, wie man damit umgehen kann. Ich werde auch etwas zum Abitur sagen, weil Sie ja wissen, 2020 wird das Hörverstehen das erste Mal Gegenstand des Abiturs sein. Und ich werde am Ende auf anstehende Fortbildungen verweisen. Dieser Punkt ist mir heute besonders wichtig, weil ich gerade mit der für uns zuständigen Referentin Amlisa Iris Hartlapp dabei bin, zwei größere Veranstaltungen zu planen. Das Ganze ist noch nicht so reif und noch nicht so weit entwickelt, dass man jetzt wirklich schon von einer richtig festen Planung sprechen könnte. Und doch wünsche ich mir ein Feedback von Ihnen, um zu wissen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und nicht an Ihren Bedürfnissen vorbeiplanen. Gut, aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Das besprechen wir erst am Ende. Jetzt geht es erstmal um das Hörverstehen. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass ich nichts zum Hörsehverstehen mache und auch nichts zum Einsatz von Musik. Beides ist natürlich darauf ausgerichtet, Hörverstehen zu entwickeln, aber das muss Gegenstand anderer Veranstaltungen sein. Das kann man in dieser einen Stunde nicht unterbringen. So, jetzt möchte ich Sie natürlich gleich in das Webinar hineinholen und mit der Frage konfrontieren, was glauben Sie, wie viel Prozent macht das Hörverstehen in der alltäglichen muttersprachlichen Kommunikation aus? Tippen Sie bitte unten in die Chatleiste eine Prozentzahl. Sie können das Ganze mit Enter abschicken oder indem Sie rechts auf die kleine Blase drücken. Ah, ich sehe schon, 15%, 50%. Frau Adam sagt sogar 80%. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Diejenigen, die also sich um die 50% bewegt haben, die liegen also goldrichtig. Sie sehen es hier, das Hörverstehen hat eine immense Bedeutung, macht also 55% aus in der gesamten Kommunikation. 23% macht das Sprechen aus und das Leseverstehen 13, das Schreiben 9%. Wir sehen also, wie wichtig es ist. Und wenn man sich bewusst macht, dass das richtige Hören, das gute Hörverstehen einfach auch noch Einfluss hat auf andere Sprachtätigkeiten, dann macht es vielleicht doch Sinn, es in die Prüfungen mit aufzunehmen und letztendlich Schüler wie auch Lehrer zu zwingen, sich dieser Fähigkeit etwas näher zu widmen, etwas mehr zu widmen, anzunehmen. Warum mögen Lehrkräfte das Hörverstehen nicht? Frau Bär beantwortet diese Frage in ihren Ausführungen 2016 und sagt, es wird oft als Zeitkiller empfunden. Oftmals sind auch die technischen Voraussetzungen an den Schulen nicht so günstig. Man hat keine Lust, in einer 5 Minuten Wechselpause nochmal in den Vorbereitungsraum zu laufen und sich einen Kassettenrekorder zu holen. Außerdem sagen die Lehrer, sind die Fähigkeiten ihrer Schüler schwach entwickelt und sie befürchten einfach, wenn das Hörverstehen überstrapaziert wird, dass die Motivation ihrer Schüler sich verringert. Warum mögen Schüler, ich spreche jetzt nicht von Herkunftssprechern, die können natürlich punkten beim Hörverstehen, aber warum mögen deutschsprachige Schüler das Hörverstehen nicht? Sie haben relativ schlecht ausgeprägte Hörgewohnheiten. In der Regel, wenn die Schüler etwas hören, ist das an visuelle Impulse geknüpft.
Und es fällt ihnen ganz schwer, wenn sie mehrere Minuten mit einem ausschließlich auditiven Text konfrontiert sind, sich zu konzentrieren. Hinzu kommt, dass das Sprechtempo oft als viel zu schnell empfunden wird und dass sie nicht über die Strategien verfügen, sich die entsprechenden Inhalte zu merken und aber auch zu fixieren. Ich war selbst vor nicht allzu langer Zeit in einer Situation, wo ich in einer Hörverstehenssituation war, die mich vollkommen überfordert hat, was aber eigentlich sehr viele Erkenntnisse für mich gebracht hat. Ich war nämlich im Sprachseminar am Timmendorfer Strand und hatte mich dort Kraft meiner Wassersuppe in ein Spätz-Seminar eingeschrieben, Slishu Vijo Panimayu. Und dort wurden wir mit authentischen Nachrichtensendungen aus den 90er Jahren konfrontiert, zu unterschiedlichsten Themen und hatten die Aufgabe, die Informationen im Kopf zu sammeln oder auch schriftlich zu fixieren. Das spielte keine Rolle. Und sie dann innerhalb einer Minute, vor uns stand eine riesig große Sanduhr, lächelnd dem Auditorium zu präsentieren. Und aufgrund der Komplexität der Aufgabe, die da an mich gestellt war, fiel es mir ganz schwer, mir diese Inhalte zu merken. Und ich merkte auch, dass ich überhaupt keine Strategien habe, also das zu speichern im Kopf und auch nicht zu fixieren. Es fing damit an, dass ich nicht wusste, soll ich schnell auf Deutsch schreiben oder soll ich das Ganze Russisch fixieren. Ich hatte kaum Strategien, auch für Abkürzungen, und habe gedacht, es ist tatsächlich wichtig, dass man die Schüler peu à peu heranführt. Wenn man möchte, dass die erfolgreich sind, muss man einzelne Komponenten üben und sie eben nicht mit zu großen Aufgaben überfordern. Die Komponenten wollte ich Ihnen mit der nächsten Folie nochmal verdeutlichen. Die Schüler müssen also beim Hörverstehen Laute und lautkomplexe intonatorische Strukturen erstmal wahrnehmen. Dann müssen sie sie in Verbindung bringen mit Wörtern und Strukturen, die sie irgendwann gelernt haben. Dann müssen semantische Beziehungen antizipiert, also vorweggenommen werden, syntaktische Beziehungen innerhalb des Satzes erfasst werden. Das heißt, sie müssen wissen, wer gehört hier mit wem zusammen. Sie müssen Sinnzusammenhänge, also komplexere Sinnzusammenhänge kombinieren, müssen Informationen gedanklich so verdichten, dass sie am Ende einen Begriff im Kopf sich merken und ganz viele Detailinformationen unter diesem Begriff abspeichern. Sie müssen die Sprechsituation und die Sprechintention erkennen und gegebenenfalls Verstehenslücken sowohl sprachlicher als auch inhaltlicher Natur ausgleichen können. Es ist also wirklich eine riesengroße Anforderung, die wir da an Sie stellen, und dieser Tatsache sollten wir uns einfach bewusst werden. Wie kann man nun am Hörverstehen arbeiten? In der Theorie, Sie sehen das hier, HAYA 2014, werden immer drei Phasen beschrieben. Zunächst soll das Vorwissen zum entsprechenden Inhalt aktiviert werden. Auch sprachlich sollte vorentlastet werden. Man sollte eine Erwartungshaltung im Schüler aufbauen, natürlich die Aufgabenstelle, also die Aufgaben stellen und auch klären. Und dann nochmal eine kurze Besinnungspause einlegen. Als ich das nochmal reflektiert habe, habe ich gemerkt, dass ich gerade auch aus Zeitgründen an dieser vorbereitenden Phase oft spare. Und als ich das überlegt habe, habe ich gedacht, dass diese Zeitersparnis sich wahrscheinlich nicht rechnet, weil wenn ich tatsächlich schaffe, diese Erwartungshaltung aufzubauen, die Areale in meinem also im mentalen Gedächtnis der Schüler natürlich zu aktivieren, die mit einem bestimmten Inhalt verknüpft sind, dann glaube ich, dass man tatsächlich bessere Ergebnisse erzielen kann. Dann kommt die eigentliche Hörphase. Hier wird also entsprechend der Aufgabenstellung Bedeutung erschlossen. Es wird prognostiziert, was kommt als nächstes. Es wird inferiert, also hineingetragen, sowohl sprachliches als auch inhaltliches Wissen. Zum Schluss in der Nachbereitungsphase erfolgt dann die Überprüfung der Verstehensleistung und die Auslösung weiterer Aktivitäten. Gerade wenn wir Hörtexte verwenden, die nicht unbedingt in unseren Lehrbüchern vorhanden sind, das heißt Hörtexte, die nicht mit Aufgaben versehen sind, brauchen wir so ein Repertoire an Aufgaben für jede einzelne Phase, auf das wir einfach problemlos zugreifen können. Und so habe ich wieder in Bezug auf HAYA hier für Sie Aufgaben zusammengestellt, die für die jeweiligen Phasen interessant sind.
So kann man zum Beispiel, um lexikalisches Wissen zu reaktivieren, ein Kreuzworträtsel oder ein Suchworträtsel an den Anfang stellen. Man kann das Thema in den Mittelpunkt stellen und die Schüler assoziieren lassen, Mindmaps erstellen lassen. Man kann durchaus auch mal einen Schülerauftrag vergeben und dann einen Schüler, die Mitschüler darüber informieren lassen, worum es thematisch geht. Nicht im Hörtext natürlich, sondern bezogen auf diesen jeweiligen Inhalt. Man kann einen Lesetext voranstehen, stellen oder auch einen Bildimpuls geben, um eine entsprechende Erwartungshaltung aufzubauen. In der Hörphase selbst werden dann solche Aufträge gegeben wie Fragen beantworten, Tabellen ausfüllen, Ja-Nein, Aussagen oder nicht im Text, beziehungsweise Multiple-Choice-Aufgaben. Das sind die, die üblich sind, die Ihnen auch sicherlich bekannt sind aus Arbeitsheften, Lehrwerken oder auch aus anderen Materialien. Spannender sind, wenn es sich natürlich inhaltlich anbietet, auch mal eine Skizze oder eine Zeichnung erstellen zu lassen oder ergänzen zu lassen, Bilder in eine entsprechende Reihenfolge bringen zu lassen, in Abhängigkeit vom Inhalt oder auch mal Notizen zu machen zum Inhalt und diese dann in eine Inhaltszusammenfassung münden zu lassen, welche auch durchaus durch mehrere Schüler in Form einer Kettenerzählung passieren kann. In der Nachbereitung werden natürlich dann diese Hörergebnisse zusammengetragen, aber natürlich kann man das Gehörte dann auch zum Gegenstand von Diskussionen machen. Man kann es nach und umgestalten oder nach und umschreiben. Wenn man Hörtexte wählt, die irgendwo aus dem Internet stammen, stellt sich oft die Frage, welches Niveau passt zu meinen Schülern? Wie kann ich überhaupt entscheiden, welchem Niveaubereich welcher Hörtext entspricht? Hier kann man sich ganz einfach an dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen orientieren. Und so wird dem Niveau A1, welches also von Klasse 7 bis 8. Klasse erstes Halbjahr reicht, zugrunde gelegt werden, dass Texte genommen werden können, die vertraute Wörter und einfache Sätze enthalten, die sich konkret auf die Person beziehen und auf dessen Familie. Dabei ist zu beachten, dass also ganz langsam und ganz deutlich gesprochen werden muss, damit ein Hörerfolg gewährleistet ist. Für das Niveau A2, also Mitte 8. Klasse bis 9, da dürfen es dann schon umfassendere Themen sein, die sich nicht nur um die Person ranken, sondern vielleicht auch um solche Themen wie Einkaufen, Schule, Beruf und Umgebung. Auch die Sätze können jetzt schon etwas komplexer sein, aber noch nicht zu sehr. B1, jetzt befinden wir uns ungefähr auf dem Niveau der 10. Klasse. Hier werden jetzt auch schon authentische Texte integriert, Radiosendungen und Fernsehsendungen, allerdings nur zu aktuellen Ereignissen und Themen aus dem Interessengebiet der Schüler. Voraussetzung ist, dass klare Standardsprache verwendet wird und das relativ langsam und sehr deutlich gesprochen wird. Auf dem Niveau B2, jetzt befinden wir uns auf dem Niveau der Oberstufe, wird den Schülern zugetraut und zugemutet, dass sie auch schon längere Redebeiträge und Vorträge nachvollziehen können mit komplexeren Argumentationen. Hier werden als Beispiele Nachrichtensendungen, Reportage und auch Spielfilme angeführt. Allerdings ist die Voraussetzung wieder die Verwendung von Standardsprache. Varietäten, Jugendsprache, Slang, Dialekte wird den Schülern noch nicht zugemutet. Was ist noch zu beachten, wenn ich einen fremden Hörtext hinsichtlich seiner Qualität begutachte? Wichtig ist, dass der Text inhaltlich gut fassbar ist, dass die Informationsdichte nicht zu hoch ist, der Umfang nicht zu groß, dass die Informationen sachlogisch angeordnet sind, dass er nicht überfrachtet ist von unbekannten neuen Strukturen. Das Thema sollte angemessen sein. Es ist gut, wenn es auch immer mal eine kurze Pause gibt. Die Thematik sollte den Schülern in jedem Fall vertraut sein. Und bei der Anzahl der Sprecher ist zu beachten, dass Einsprecher über mehrere Minuten schwierig sind für die Schüler, weil dann die Konzentration einfach nachlässt. Aber dass viel mehr als drei Sprecher auch eine Überforderung darstellen, weil dann einfach nicht klar ist, wer was sagt. Was die Hintergrundgeräusche betrifft, gibt es sicherlich welche, die die Verstehensleistung unterstützen, so ähnlich wie ein
Büchern, nee, Hörspielen. Aber es gibt natürlich auch Hintergrundgeräusche, die so dominant sind, dass sie das Hören erschweren, und von so einem Text ist dann einfach abzuraten. Ja, zusammenfassend wäre jetzt vielleicht einfach nochmal zu sagen, und ich beziehe mich hier wieder auf Haier und Rampillon, dass es notwendig ist, Hörtexte regelmäßig zum Einsatz zu bringen. Haier appelliert darauf, dass sie also vorhandene Unterrichtsmittel tatsächlich auch einsetzen und nicht darüber hinweggehen. Wichtig ist, dass die Hörtexte nicht einfach losgelöst geübt werden, einfach weil es mal wieder dran ist, sondern dass sie also sich in die Systematik des Unterrichts einfügen. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass dann schon Informationen da sind, dass schon Lexeme vorhanden sind und dass damit also der Hörerfolg einfach gewährleisteter ist oder ja, wahrscheinlicher ist. Wichtig ist auch, dass die Aufgabenstellungen so eindeutig sind, dass der Schüler nicht scheitert, weil er nicht wusste, was er zu tun hat, sondern dass, wenn er scheitert, es wirklich und nur auf das Hörverstehen zurückzuführen ist. Dafür spricht auch der nächste Punkt. Sie plädiert nämlich dafür, dass man neben der verbalen Nutzung von Formen der Ergebnissicherung auch nonverbale Formen nutzt. Das heißt, dass Signalkarten, Bilder oder auch der Körper zum Einsatz kommen, um zu testen, ob der Schüler das Verstandene oder das Gehörte verstanden hat oder nicht. Wenn nicht nämlich, so wie in dem vorhin beschriebenen Fall, mit einer komplexen Produktionsleistung überprüfen möchte, ob der Schüler das Gehörte verstanden hat, dann weiß ich nicht, wenn er die Aufgabe nicht bewältigt, ob es an der Sprachproduktion oder an der Rezeption lag. Und deswegen macht es Sinn, auch mal auf Signalkarten zurückzugreifen. Man könnte zum Beispiel Ampelfarben austeilen, rot für die Aussage ist falsch, grün für die Aussage ist richtig oder gelb für es ist nicht im Text vorhanden. Man könnte Hörverstehen auch mit Einsatz des Körpers üben, indem man zum Beispiel solche Sachen sagt wie Встаньте oder Откройте рабочие тетради. Letztendlich sind auch das Hörverstehensaufgaben. Und wenn der Schüler adäquat reagiert, kann man sehen, dass das Gehörte eben einfach ja, verstanden wurde. Schön ist auch der Einsatz von Bildern. Man könnte zum Text entsprechende Bilder suchen, die man dann zum Beispiel in Abhängigkeit des Inhalts in eine bestimmte Reihenfolge bringen lässt. Ich denke, da lassen sich viele Formen finden. Man muss es sich einfach nur bewusst machen. Wichtig ist auch, dass tatsächlich Strategien vermittelt werden, geübt werden zur Gedächtnisentlastung. Ich glaube, dass unsere Schüler nicht unbedingt in der Lage sind, sich viele Informationen zu merken. Das muss man einfach üben. Und dass man auch Notizen anfertigen lässt und Abkürzungen und Symbole verwendet, die darauf ausgerichtet sind, dass der Schüler mit seinen Notizen später auch arbeiten kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Verwendung von Russisch als Unterrichtssprache. Wenn ich das konsequent mache, dann habe ich natürlich jeden Tag, auch wenn ich es nicht explizit geübt habe, Hörverstehen in meinem Unterricht integriert. Ich habe am Anfang natürlich vergessen zu sagen, dass ich sowohl die Präsentation als auch alle Materialien in einer Dropbox zusammengestellt habe für Sie. Sie bekommen am Ende der Veranstaltung den Link und auch in der Mail, mit denen ich Ihnen die Teilnahmebescheinigungen zuschicke. Und in dieser Dropbox ist zum Beispiel ein Material von der Universität Leipzig entwickelt zur Unterrichtssprache Russisch. Und ich denke, dass auch Sie da vielleicht das ein oder andere finden, was Sie dann in Ihrem Unterricht verwenden können. Ja, was möchte ich Ihnen gern vorschlagen? Als Printmedium die beiden rechtsstehenden Publikationen von Christine Haier, die im Rhetorica Verlag erschienen sind. Ich finde, dass sie thematisch sehr vielfältig sind und dass sie eben auch mit ganz vielen Bildimpulsen arbeiten, so dass ich denke, dass sie dazu ange na, dass sie dazu angelegt sind, genau das Hörverstehen parallel zum Lehrwerk gut zu entwickeln. Auf der linken Seite habe ich zwei Materialien, die vom TILM, also vom Thüringer Institut für Lehrerbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, entwickelt wurden. Ich glaube schon 2006 das erste und 2009 oder so das zweite. Das erste, das Heft 121, gibt es nicht mehr. Das ist für uns gut, weil aufgrund der Tatsache, dass es nicht mehr verfügbar ist, kann man es kostenlos
auf den Seiten des Tilm downloaden. Das zweite kann man noch bestellen gegen eine Gebühr von 4 € plus Versandkosten. Kann man sich das zuschicken lassen. Ich finde beide wirklich gut und ich würde vorschlagen, dass Sie das einfach vielleicht als Fachschaft anschaffen und somit allen Kollegen zur Verfügung stellen. Ja, was habe ich mir für Sie an praktischen Aufgaben überlegt? Der erste Text, den Я живу в новом девятиэтажном доме на четвертом этаже. У нас трехкомнатная квартира. Вы входите в прихожую. Здесь слева коридор, который ведет на кухню, в ванную и в туалет. На кухне есть балкон, который выходит во двор. А коридор направо из прихожей ведет в гостиную, в спальню и в детскую. Детская – это моя комната с братом. Здесь две кровати, два стола, один шкаф. На моем столе стоит компьютер. На полу лежит ковер. На стене висит карта мира, фотографии и картина. Окна выходят на улицу. Завтракаем мы все вместе на кухне. Обедаем мы не дома, а ужинаем тоже на кухне. Я живу в новом девятом. Ja, liebe Kollegen, vielleicht schreiben Sie einfach ein paar Worte in die Chatleiste, sodass wir in Austausch treten können. Aha, Grundriss zeichnen, Skizze der Wohnung oder des Zimmers, anfertigen, Grundriss beschriften. Ja, genau das, was Sie da vorschlagen, habe ich auch gemacht. Ich habe in Sweet Home 3D zwei Grundrisse erstellt und hätte dann meine Schüler mit der Aufgabe konfrontiert, sich zu entscheiden, welche der beiden Grundrisse auf den Hörtext zutreffen. Vielleicht wechseln Sie jetzt mal kurz in den Vollbildmodus, schauen sich die Skizzen an und entscheiden sich dann für den ersten oder den zweiten und tippen das wieder in die Chatleiste ein. Welcher der beiden Grundrisse passt zum Audiotext? Genau. Frau Ziemann hat recht, wir können gleich aufhören. Es ist der zweite. Wenn man in die Wohnung reinkommt, befanden sich auf der linken Seite Bad, Toilette und Küche und auf der rechten Seite Schlafzimmer, Kinderzimmer und Wohnzimmer. Sie haben das also richtig erkannt und haben sogar eine große Merkfähigkeit, stelle ich gerade fest. Für Herkunftssprecher hätte ich jetzt die Aufgabe gestellt, dass sie den Grundriss komplett selbst zeichnen. Ich denke, dass sie dazu auch in der Lage wären. Und Frau Hiemer hatte vorhin vorgeschlagen, Worte vorzugeben. Genau das war meine Intention auch. Entweder hätte man das schwächeren Schülern anbieten können oder man hätte es als zusätzliche Aufgabe geben können, bei einem nochmaligen Hören, welche Aussagen zum Haus wurden getroffen, welche Aussagen zur Wohnung und welche Aussagen zum Kinderzimmer. Ich möchte noch zwei Worte sagen zu Audiolingua. Es ist also eine Art Mitmachprojekt. Dort gibt es inzwischen fast 500 Audios zur russischen Sprache. Wenn man einen hat, kann man ihn einreichen, dann wird er also, Sie würden also schon differenzieren. Ja, ich würde auf jeden Fall schon differenzieren, zumindest zwischen den Herkunftssprechern und den normalen Schülern. So, nochmal. Es gibt also knapp 500 Audios. Man kann, wenn man der Meinung ist, einen guten Hörtext zu haben, diesen dort einreichen und dann wird er also entsprechend geprüft und wenn er den Prüfungskriterien standhält, wird er hochgeladen. Wenn Sie zum Beispiel im Thema Wohnung sind, auf der Suche sind nach einem Hörtext, könnten Sie auf der Seite von Audiolingua, ich aktiviere hier mal meinen Pfeil, ja, hier ist er, können Sie also auf Themen gehen, suchen sich dann unter den vorgeschlagenen Themen das Thema Wohnung raus.
Dann suchen Sie die Sprache Russisch und dann bekommen Sie alle zur Verfügung stehenden Hörtexte angezeigt. Sie können das Ganze aber auch einfacher gestalten, indem Sie rechts in die Suche Wohnung als Thema eingeben und die Sprache Russisch schon aktivieren, sodass dann gleich die in Frage kommenden Hörtexte angezeigt werden. Wenn Sie sie dann begutachten, da lohnt es sich einfach zu gucken, wie wurden die von anderen bewertet. Hier sehen Sie auch das angenommene Niveau. Hier sehen Sie auch den Umfang des Hörtextes. Manchmal lohnt es sich gar nicht anzugucken, weil es von vornherein nicht in Frage kommt. Dann können Sie ihn aber auch einfach nur anhören. Und wenn er Ihnen zusagt, wenn Sie ihn gebrauchen können, dann können Sie ihn auch entsprechend downloaden. Wenn Sie das getan haben, dann finden Sie die Datei in Ihrem Download-Ordner und von dort aus können Sie sie weiter verschieben dorthin, wo Sie sie brauchen, zum Beispiel auf dem Stick, auf dem Sie dann die Datei mit in die Schule nehmen. Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit noch auf diesen Link hier unten richten. Jeder Hörtext hat also einen Weblink und wie Sie mit dem verfahren können, das zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite. Wenn Sie Ihren Schülern als Hausaufgabe diesen riesenlangen Link anschreiben, dann können Sie ja davon ausgehen, dass 95% die Hausaufgabe nicht machen kann, weil irgendein Zeichen auf dem Weg verloren gegangen ist. Man kann so einen langen Link aber auch abkürzen mit einem sogenannten Shortener. Ich benutze dazu immer Bitly. Dazu muss man nichts tun, als den langen Link hineinzukopieren und darauf warten, bis daraus ein kurzer Link gemacht wird. Und der Vorteil ist, dass der Anfang des Links immer gleich aussieht. Nämlich so wie das, was ich jetzt hier rot hervorgehoben habe. Und was die Schüler sich dann im Grunde nur notieren müssen, ist das, was hinter dem zweiten Slash steht, nämlich zwei, großes E, großes R, kleines E, kleines O, kleines B, kleines Y. Und das müssten Sie hinkriegen. Ja, man kann so einen großen, langen Link auch in einen QR-Code umwandeln, mit Hilfe eines QR-Code-Generators. Auch dabei muss nichts heruntergeladen werden. Sie kopieren den dort einfach rein, dann entsteht dieses Bild und Ihre Schüler haben dann die Möglichkeit, mit einem QR-Code-Scanner oder auch mit der Verwendung von Snapchat diesen Code zu scannen und sie werden direkt zum Hörtext geleitet. Ich finde das toll, weil man damit auch die Möglichkeit hat, das zum Beispiel in Stationsarbeiten zu integrieren. Frau Adam hat gerade die Frage gestellt, wie oft ich den Text vorspiele. Ich denke, solange man übt, ist es total abhängig von der Schülergruppe. Wenn es notwendig ist, ihn dreimal oder viermal zu spielen, dann würde ich ihn so oft vorspielen. Wichtig ist, dass ein Hörerfolg entsteht und dass die Schüler einfach ihre Angst vor dem Hören systematisch ablegen. Ja, das zweite, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist Russian Dialogue. Das ist ein Kanal auf YouTube. Dort werden keine Videos gezeigt, sondern es gibt eigentlich nur eine Tonspur mit entsprechendem Text. Auch jetzt würde ich Sie bitten, einfach zuzuhören und sich nebenbei Gedanken zu machen, wie man diesen Text zum Einsatz bringen könnte. Im Gegensatz zu Audiolingua, wo ich ja überhaupt keine Textgrundlage habe, nur gebe ich jetzt zu bedenken, nur dass Sie das wissen, haben Sie hier also die Möglichkeit, tatsächlich auch auf den geschriebenen Text zurückzugreifen. Gut, ich mache mein Mikrofon aus und Я бы хотела купить букет цветов. Для кого? Для моей мамы. У нее завтра день рождения. Какие цветы она любит? Не знаю, а ей нравятся розы, тюльпаны, нарциссы. Что вы мне посоветуете? У нас есть очень красивые красные розы. Покажите мне их, пожалуйста. Да, они красивые. Я их возьму. Сколько цветов вы хотите купить? Думаю, что 11. Это будет стоить $35. Вот моя кредитная карточка. Пожалуйста, вот ваш букет цветов. Спасибо, до свидания. Приходите еще. Ich sehe, die ersten geben ein, das ist prima.
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn so lange geschrieben wird. Gut, wir hatten also einen Text in einem Blumenladen. Es gab viele verschiedene Repliken. Wir haben eine Textgrundlage. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie damit anstellen würden. Wer bekommt die Blumen? Anlass, Wiederholung, Blumennamen. Das heißt, Sie würden Fragen stellen und die Schüler müssten im Nachgang die Fragen beantworten. Aha, und spannend. Anke würde also gleich noch landeskundliche Informationen vermitteln. Welche Bedeutung haben Blumen? Welche Bedeutung hat die Farbe der Blumen? Auch Frau Wetteraus Ideen gingen in die Richtung, dass also Fragen gestellt werden, die zu beantworten sind. Frau Ziemann würde also Bilder auswählen und würde dann ankreuzen lassen, welche Blumen tatsächlich gekauft wurden. Schöne Idee. Eben keine verbale Kontrolle des Hörverstehens, sondern mit Bildimpulsen. Und auch Frau Ziemann hat noch überlegt, dass man Fragen stellen könnte, wie viel die Blumen kosten. Ich habe, nee, das sieht man hier noch nicht. Das sehen Sie dann erst auf den Arbeitsblättern, die sie sich am Ende ausdrucken kann. Ich habe überlegt, dass man, wenn schon mal ein Text da ist, diesen zu einem Lückentext machen kann, habe also bestimmte Wörter rausgelassen. Dann habe ich immer zwei Repliken zusammengefasst und vermischt, sodass die Schüler sicherlich nach mehrmaligem Hören diese Repliken entsprechend ordnen müssen. Und dann habe ich überlegt, dass eigentlich dieses Gespräch auch eine Möglichkeit darstellen, mit Signalkarten zu arbeiten. Ich würde also sagen, wenn die Aussage richtig ist, dass man grün, wenn sie falsch ist, rot und wenn sie nicht im Text vorhanden ist, dann eben die gelben Kärtchen hochhalten müsste. Ich würde das gerne mit Ihnen ausprobieren. Sie können ja wirklich tippen, grün, rot oder gelb. Razgavor v Cvetnom magazinje. Tippen Sie ruhig in die Chatleiste, ob die Aussage stimmt, also grün. Oder ob sie nicht stimmt, rot, genau. Können wir gleich aufhören. Frau Timmel, Frau Ziemann haben richtig geantwortet. Die Aussage stimmt. U mamy pokupatelia din rozhdenia. Genau, auch diese Aussage ist richtig. Grün stimmt. Jej isполняется 43 года. Frau Timmel sagt nein. Das heißt, jetzt müssten die Schüler eigentlich die gelbe Karte hochhalten, weil diese Information, wie alt die Mutter wird, überhaupt nicht im Text vorgekommen ist. Mama покупателя любит хризантемы, тюльпаны и нарциссы. Genau, auch hier stimmt rot. Tulpen und Narzissen stimmen natürlich, aber die Chrysanthemen stimmen nicht. Da wurde als allererstes Rosen genannt. Nächste Frage: Покупатель берет 11 роз. Genau, diese Aussage ist wieder richtig. Jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen. Rose stoja 35 €. Genau, Anke hat recht. Es stimmt nicht mit 35 €. Hier würde ich die Schüler ein bisschen aufs Glatteis führen, weil 35 stimmt, aber die Währung stimmt nicht. Es sind 35 Dollar. Und die letzte Aussage. Покупатель платит кредитной карточкой. Richtig, diese Aussage stimmt. Man hätte hier grün zeigen müssen. Ja, wenn Sie also Russian Dialogue eingeben bei YouTube, dann erscheint so etwas hier. Sie sehen also einen schwarzen Hintergrund, auf dem der Text abgedruckt ist und unterhalb, ja, die Frage Daniela ist berechtigt, warum es Dollar sind, aber es ist leider so in diesem Text, daran kann man ja nichts ändern. Ja, so, also unterhalb der Texte, nein, unterhalb des Videos sehen Sie in der Regel dann den abgedruckten Text, sodass Sie diesen also auch entsprechend verwenden können bei der Aufgabenstellung. So, das Letzte, was ich für Sie vorbereitet habe, ist ein Text von Russian Podcast.
Diese Seite betreibt eine junge Russin, Tatjana Klimova, die seit mehreren Jahren Podcasts, einmal in der Woche, glaube ich, einen Podcast hochlädt zu unterschiedlichen Themen der russischen Kultur und Gesellschaft. Ich bin nicht ganz glücklich über diesen Podcast, weil er hinsichtlich seiner Tonqualität nicht ganz so toll ist. Aber ich fand, dass er sich hier gut einfügt. Wir hatten erst was Einfaches, Monologisches über die Wohnung, dann einen Dialog über die Blumen. Und jetzt wollte ich gerne noch etwas für ältere Schüler haben, was auch was Landeskundliches zum Gegenstand hat. Ich kann jetzt natürlich nicht 11 Minuten 43 Ihnen diesen Podcast vorstellen. Ich möchte Ihnen vielleicht 3 Minuten vorspielen, sodass Sie einen Eindruck gewinnen und dann tauschen wir uns wieder darüber aus. Vielleicht können Sie während des Hörens schon wieder in die Chatleiste schreiben, was Sie mit dem jeweiligen Hörtext anstellen würden. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Добро пожаловать в русский подкаст номер 76. Сегодня мы с вами будем говорить о великом, очень известном русском писателе Льве Николаевиче Толстом. Лев Толстой, я надеюсь, что вы знаете его, это автор романа «Война и мир», а также романа «Анна Каренина». Давайте начнем. Итак, Лев Толстой родился в 1828 году в Тульской губернии, в его имении, которое называется Ясная Поляна. Что такое имение? Имение – это дом, территория, дом и земля, которая принадлежит какой-то семье. То есть это дом одной семьи. Имение – это дом, который был у вашего отца или у вашей матери, до этого у вашего дедушки, бабушки. То есть это дом, где живет ваша семья. Имение от слова «имя». Имение, где родился Толстой, называется Ясная Поляна. Лев Толстой был из хорошей семьи, из аристократии. Он был графом, граф Толстой. Граф – это как принц, например, в Европе. То есть это аристократ, граф, граф Толстой. Поскольку семья была довольно богатая, то у Толстого был гувернёр, француз. Гувернёр – это человек, который учит ребёнка, занимается с ним, учит, например, музыку, математику, историю, языки и так далее. Вы знаете, что в то время, когда жил Толстой, очень популярен был французский язык. Если вы читали роман «Война и мир», вы знаете, что там очень много говорят по-французски. Поэтому гувернёр у Толстого был француз, которого звали Сен-Тома. Учился Лев Толстой сначала на Восточном факультете в Казани, Казанский университет. Восточный факультет – это факультет истории и языков стран Востока. Но ему там не очень понравилось, и он перешел на юридический факультет. Юридический факультет – это факультет, чтобы стать, например, адвокатом или судьей. Но и там он учился недолго, и вскоре он бросил университет. Бросить университет – значит больше не учиться в университете. Ja, liebe Kollegen, Sie haben schon richtig viele Ideen geäußert. Ich bin an dieser Stelle tatsächlich Frau Stöber gefolgt und habe einen Steckbrief entwickelt, wo dann die entsprechenden Informationen über Tolstoi
ergänzt werden müssen. Und habe aber gedacht, Mensch, wenn ich hier schon so schöne Worterklärungen habe, dann sollte vielleicht beim zweiten Hören auch hier versucht werden, das eine oder andere Wort in deutscher Sprache ergänzt zu werden. Das Arbeitsblatt, was ich also entwickelt habe, hat sowohl diesen Steckbrief auf der einen Seite als noch einen kleinen farblich unterlegten Kasten für das entsprechende Wortmaterial. Ja, die Idee, die Frau Timme hier äußert, ist fantastisch, dass man also das hier zugrunde legt, um dann selbst einen Podcast zu erstellen zu einem Autor der Wahl. Genau, das wäre dann als Redeanlass. Ja, haben Sie vielen Dank. Ich habe noch. Nee, ich wollte Ihnen noch zeigen, wie diese Seite aussieht, von Russian Podcast. Das hier oben ist das Logo. Und wenn Sie auf podcast.de drücken, dann oder klicken, sehen Sie hier insgesamt 290 verschiedene Podcasts zusammengestellt. Ich muss gestehen, dass die ersten qualitativ nicht so gut sind. Sie haben das gerade gehört, es ist noch nicht perfekt. Die letzten sind fantastisch. Allerdings sind die nicht mehr alle kostenlos. Man muss dann in einen Club eintreten, dafür ein bisschen Geld bezahlen. Aber wirklich, also 250 stehen hier mit Muss zur Verfügung zu den unterschiedlichsten Themen russischer Kultur, Sprache und so weiter. Also ich finde, selbst für uns Lehrer ist es eine Bereicherung, uns hin und wieder einfach mal einen anzuhören. Sie sehen hier, dass man einfach hören kann aus Interesse, wenn man Lust hat, das Ganze dann runterzuladen, dann klickt man einfach auf Download und in der Regel gibt es auch noch eine PDF, wo entsprechende Ideen entwickelt wurden, wie man damit dann arbeiten kann. Ja, um Ihnen zu zeigen, dass auch mit Learning-Apps das Hörverstehen entwickelt werden kann, habe ich noch eine kleine Learning-App für Sie gemacht. Der zugrunde liegende Hörtext ist nicht ideal, derjenige, der das hochgeladen hat auf YouTube. Man kann übrigens, wenn man auf Learning-Apps solche Aufgaben erstellt, leider nur auf Audios oder Videos von YouTube zurückgreifen. Derjenige, der das dort hochgeladen hat, hatte das Bedürfnis, das Ganze vielleicht ein bisschen anzureichern und hat Musik unterlegt. Das ist in unserem Fall etwas störend. Ich fand den Text aber trotzdem ziemlich gut. Dieser Mann spricht sehr langsam, sehr bedächtig. Und das, was er da sagt, ist meines Erachtens ziemlich gut. Ich gebe Ihnen den Link und Sie haben 5 Minuten Zeit, sich das auf Learning Apps einfach anzuschauen. Wenn Sie wieder im Raum sind, würde ich Sie bitten, eine 1 in die Chatleiste zu tippen. Den Link inzwischen auch gefunden. Ansonsten können Sie auch einfach auf Learning Apps gehen und unter Fuhrmeisters oder unter Zdorovy obraz zhizn diese Übung selbst aufrufen. Sie ist öffentlich, das heißt für jeden zu jeder Zeit zugänglich. Ja, Sie haben wahrscheinlich gemerkt, also ich habe lange mit mir gerungen, nehme ich den oder nehme ich den nicht. Mich hat also diese Hintergrundmusik extrem gestört, aber ich fand ihn halt sprachlich gut strukturiert. Auch die Inhalte waren so aufbereitet, dass man das gut nachvollziehen konnte. Und mir war es ein Anliegen, um den Hörerfolg sozusagen zu erhöhen, keine Fragen zu stellen bezüglich des Inhalts, sondern die Fragen voranzustellen, um die Schüler auf den zu erwartenden Inhalt zu fokussieren. Das haben Sie sicher erkannt. Natürlich kann man es auch genau umgekehrt machen. Man kann die Frage zu dem Zeitpunkt stellen, wo die getroffenen Aussagen bereits benannt sind und dann kann man sogar kleine Multiple-Choice-Übungen machen oder die Schüler auffordern, bestimmte Informationen im Heft niederzuschreiben. Gut, kommen wir zum Abitur 2020. Durch den Schulleiterbrief haben Sie ja erfahren, dass das Hörverstehen definitiv Bestandteil der Prüfung, der schriftlichen Abiturprüfung sein wird. Das Hörverstehen wird einen Anteil von 20% ausmachen und wird 30 Minuten dauern. Dem Hörverstehen liegt eine CD bei oder sagen wir, das Hörverstehen basiert auf einer CD. Und genau diese 30 Minuten dauert die CD. Die CD enthält Instruktionen,
Die CD enthält die notwendige Anzahl an Wiederholungen und an Stillphasen, sodass sie einmal komplett durchläuft. Die Aufgaben, die momentan auf dem Landesbildungsserver unter Russisch hinterlegt sind, dienen sozusagen der Orientierung. Diese Aufgaben sind jetzt so geartet, dass sie drei Aufgabenteile beinhaltet. Das erste ist eine Radiosendung. Da muss einfach durch eine Multiple-Choice-Aufgabe gezeigt werden, dass man global verstanden hat, worum es geht. Das zweite ist dann schon etwas detaillierter. Hier haben wir eine Mischung aus Multiple-Choice-Aufgaben und Ergänzen von Informationen. Und die dritte Aufgabe ist eine Radiosendung. In Form eines Steckbriefs müssen dann Informationen zusammengetragen werden. Und damit wird gezeigt, dass man auch detaillierte Informationen diesem Hörtext entnehmen konnte. Frau Stöber schreibt gerade, dass die Anzahl der Wiederholungen immer zweimal beträgt. Genau. Wichtig ist bei diesen Aufgaben, die auf dem Landesbildungsserver sind, dass sie also zur Orientierung dienen. Das heißt nicht, dass die Abituraufgabe immer aus drei Aufgabenteilen besteht. Es kann auch zwei sein, es können auch vier sein. Wichtig ist auch, dass Sie aber wissen, dass diese Progression von globalen Hören zu detaillierterem Hören gegeben ist. Das wird auf jeden Fall so sein. Was man vermeiden wird, ist das, was hier bei der Aufgabe 2 gemacht wurde, dass unterschiedliche Aufgaben vermischt werden. Also Multiple Choice und Ergänzungsübungen in einer Aufgabe wird man vermeiden. Und was hier auch bei der Radiosendung noch auftritt, dass bei einer Lücke mehrere Informationen gesucht werden, wird so auch nicht auftreten. Pro Lücke wird ein Item gefragt, was dann auch mit einer Bewertungseinheit versehen wird. Aber diese Aufgaben dienen zur Orientierung, sollen den Kollegen einfach eine gewisse Sicherheit geben. Und ja, probieren Sie es aus. Und ja. Christine schreibt gerade, gibt es einen Link? Nee, es gibt ihn nicht, aber es ist überhaupt.